ein Kindheitstraum von mir wird wahr. Ich darf gleich hier mitfahren. Hinter uns sehen wir den in einem Zug, aber nicht wie alle anderen da hinten, sondern da vorne. Ich bin gespannt. Normalerweise sieht man ja nicht wirklich hier rein. Und jetzt können wir mal wirklich hinter die Kulissen gucken, wie es hier zugeht. Wir sind auf dem Weg nach Stuttgart mit unserem Lokführer, dem Jörg. Jörg, was ist denn jetzt unser nächster Stopp? Unser nächster planmäßiger Halt ist Göppingen. Du hast mir ja gerade schon verraten, dass das so ein bisschen deine Lieblingsstrecke ist. Was ist denn genau das Besondere an der Strecke hier? Was gefällt dir da am besten? Ja, zum einen aufgrund der Elektrifizierung haben wir mit diesen Lokomotiven eine enorme Beschleunigungskraft, ja, und eine hohe Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit macht natürlich Spaß. Wie schnell dürfen wir hier ungefähr fahren? Also jetzt im Moment 80 km/h, das ist natürlich nicht so schnell, aber wir haben nachher Abschnitte mit 160 km/h. Da müssen wir halt ein bisschen auf die Tube drücken. Du hast ja schon so immer die ganzen Regler hier alles im Blick. Was sind denn so die Herausforderungen, die man so während der Fahrt bewältigen muss als Lokführer? Aufmerksam sein, alles mitkriegen, sich nicht ablenken lassen, ganz zum wichtig. Beispiel von mir? Ja. Was für körperliche Anforderungen muss man denn mitbringen, so als Lokführer? Ja, selbstverständlich sollte man gesund sein und sich einigermaßen bewegen können, auch möglichst kräftig genug, um eine Schraubenkupplung einhängen zu können. Und auch, man muss sich überlegen, dass man unter Umständen aus diesem Schotterbett mal 80 cm großen Schritt in den Wagen hinein machen muss. Also man sollte sich schon bewegen können. Also ich sag mal so, über 300 Kilo wird dann schwierig. Wahrscheinlich, ja. Gibt es denn eine Obergrenze, was das Alter angeht? Also gerade so als Quereinsteiger, wenn ich jetzt merke, ah, ich will irgendwie, doch, das interessiert mich, das will ich machen. Sagt ihr ab einem bestimmten Alter, nee, das machen wir nicht mehr? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich hatte in meinem Lehrgang schon einen 60-jährigen Maler gehabt. Okay. Das heißt, da kommen Leute aus allen Berufen und wollen quasi Lokführer werden. Was sind denn so Berufe, die du schon bei dir in deinen Lehrgängen hattest? Oh, das eine war, wie gesagt, ein Maler. Dann hatte ich mal einen Bäcker, einen Transportkistenbauer. Aber es gibt auch Eisenbahner, die umschulen vom Zugbegleiter zum Lokführer oder vom Stellwerker zum Lokführer. Das gibt's auch. Wie würdest du meine Chancen einschätzen als Zugführer? Aufgeschlossen, gesund und munter, jung, würde ich sagen, ja, kann gut funktionieren. Dem steht nichts mehr im Wege. Ja. Jetzt muss ich nur das hier lernen. So ist es, ja. Wir sind angekommen in Stuttgart, Gott sei Dank sicher, dank unserem Lokführer, dem Jörg. Jetzt, der Zug wird jetzt noch geparkt und ich fand es extrem geil. Also mal vorne im Führerhaus mitzufahren, ist irgendwie ein ganz anderes Erlebnis, als da hinten als Fahrgast mitzufahren. Ob ich jetzt Lokführer werden will? Ich weiß es noch nicht, aber ich würde auf jeden Fall noch mal vorne mitfahren wollen.